Diese Delta Pro braucht mit AC-Ladung, also mit ganz normalem Wechselstrom, 1,9 Stunden ungefähr, bis voll ist. Die kann da bis zu knapp 3000 Watt lohnen. Mit Solarstrom, wenn man es lohnt, braucht es zwischen 4 und 6 Stunden. Wenn 1600 Watt Eingang hat, allerdings ist Spannung begrenzt und Strom begrenzt. Das heißt, mit normalen, harten Modulen wird man auf so ca. 1500 Watt ungefähr kommen, 1500 Watt. Dann war das in 5 Stunden, bei guter Sonneneinstrahlung, guter Ausbeute, 5 Stunden voll. Servus beim Brufwood, dem besten Elektrokanal auf YouTube. In vergangenen Videos habe ich über die verschiedenen Möglichkeiten von Photovoltaikanlagen gesprochen. Inselanlage, Nulleinspeisung, Überschusseinspeisung, Volleinspeisung. Da haben ganz viele Kommentare gekommen, ganz viele Fragen gekommen und auch ganz viele einfach Sachen in den Kommentaren behauptet worden, die nicht stimmen. Unter anderem, und um das geht es heute, ist da um so ein System mit der EcoFlow Delta Pro gegangen. Irgendwann hat er gestimmt, er macht da eine Nulleinspeisung, er hat sich da eine Nulleinspeisung bastelt. Ich weiß die genauen Daten gar nicht mehr. Der hat zwei Zusatzbatterien und so weiter gehabt. Und dann hat halt einer gesagt, ja, das System rentiert sich halt überhaupt gar nicht, weil das nur die 1600 Watt Solarladung kann. Selbstverständlich war das Ding besser, effizienter, wenn es mehr Solarladung könnte. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Ich kaufe mittlerweile fast mein ganzes Material, weil im Gegensatz zum Großhandel kriege ich beim Elektrowandelt auch kleine Mengen. Kann es aber einmal nicht. Aber wenn jetzt der Herr diese Anlage hat, dann von Haus aus zu verteufeln, das geht nicht und das rechnet sich nie und so weiter. Ums Rechnen geht es mir sowieso nicht. Aber ich sage jetzt nur, wenn ihr jetzt heute so eine Kiste da zum Beispiel nehmt, Es vergisst immer, dass wir noch andere Möglichkeiten auch haben. Die wird mit der AC-Ladung in unter 2 Stunden voll gelohnt. Also wo sie es jetzt sind, wenn ich heute eine zweite Box habe, das muss dann jetzt kein Delta-Flow, kein Eco-Flow, kein Delta-Pro sein. Keine Ahnung, das kann auch eine ganz normale Photovoltaik sein, ein Wechselrichter und der Wechselrichterausgang. Wenn es genügend Watt hat, das Ding kann im AC-Betrieb knapp 3 kW, mit 3 kW, fast 3 kW laden, muss halt diese Anlage können. Viele haben ja schon eine Solaranlage auf dem Dach, da fällt es da nicht mehr. Wenn jetzt ich, und das werde ich jetzt dann in dem Beispiel beweisen und erzeugen, wenn jetzt ich zum Beispiel ein System habe, ich habe so eine 3,6 kW Powerstation und habe da 1 oder 2 Batterien dran, das würde bedeuten, ich habe 3,6 kW momentane Leistung zur Verfügung, um Geräte bis zu 3,6 kW oder aufsummiert 3,6 kW. Ich glaube 4 kW ist Spitzenlast kurzfristig möglich und hätte dann mit 2 Batterien knapp 10 Kilowattstunden Speicher. Also das ist schon mal was, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist schon mal was, um einen ganzen Tag überbrücken zu können. Bei kleinen Haushalten vielleicht sogar mehr. Jetzt geht es natürlich um das Nachladen. Klar, wenn ich heute diese Powerstation hat 3,6 Kilowattstunden Speicher ohne jetzt zusätzliche Batterie, wenn ich diese 3,6 Kilowattstunden aufladen möchte, nur mit den 1600 Watt Solar, die da gängen, im besten Fall, ich habe es eh schon gesagt, im besten Fall ist man da bei 4, 5 Stunden wieder damit voll. Dann kriege ich aber die Batterien nicht auch noch mit voll. Wie schaut es aber aus, wenn jetzt ich zum Beispiel ein zweites System habe, ein zweites System, das die 3 kW erzeugen kann und ich kann eine Station mit der anderen Station über AC laden. Dann war ja die, und das schafft es, ich kann ja die auch wieder zusätzlich laden, ich kann ja die auch wieder mit den 1500 Watt laden. Wenn ich jetzt da gleichzeitig die zweite Powerstation lade, und die erste, den Energiegeber mit der Solaraufladung wieder auflade, dann klappt es. Ich zeige jetzt mal kurz, das geht. Und dann machen wir ein paar Rechenbeispiele. Das ist die eine Powerstation. Da ist sonst nichts angesteckt. Und diese Powerstation
Diese Powerstation stecke ich da an. Jetzt schalte ich als erstes den AC noch mal aus. Diese Station ist 43% bis zu 43% geladen. Die andere ist 28% geladen. Jetzt schalte ich da Wechselstrom ein. Fange da sofort an. Natürlich kommt das Gebläse, ganz klar. 2600, 2500, da muss ich es jetzt erst einpendeln. Jetzt schauen wir auf die andere rüber. Input. Input 2300. Und da steht das Ganze bei Output. Er hat natürlich jetzt nachreguliert, 2634. Diese Box laden wir gerade auf. 30% ist aktuell drin. Eine Stunde ungefähr brauchen wir das, dann wäre diese voll. Beide haben sich jetzt wieder beruhigt. Natürlich nichts, weil ich die AC-Seite, Wechselstromseite ausgeschaltet habe. Da ist jetzt an dieser Steckdose ist die zweite Powerstation angesteckt. Das ganze System, ich stelle mir das zum Beispiel vor, das Gerät wird mit 1500 Watt Solarladung geladen, hat noch zwei Zusatzbatterien, ist entweder über Smart Home Panel, vollkommen egal, oder über die Stecker an eine Unterverteilung gekoppelt. In dieser Unterverteilung hat man den Nullnetz-Notstromschalter. Das heißt, in dem Moment, wie ich einspeisen möchte, muss ich diesen Nullnetz-Notstromschalter auf Notstrom schalten, dann bin ich komplett vom Netz getrennt. Natürlich einphasig einspeisen, die Brücke und so weiter, um das haben wir ja schon Videos gemacht, das ist klar. Das heißt, wir speisen jetzt ein. Wie können wir jetzt ein kleines bisschen da Automatisierung reinbringen? Da kommen jetzt meine geliebten Shelly und Attila kommen da jetzt ins Spiel. Ich persönlich habe jetzt mir zum Beispiel gedacht, wenn jetzt an dieser Steckdose so ein Stückchen Schoko, dann eine Allwegdosen und da drin jetzt zum Beispiel eine Shelly 1 mit einem Add-on für einen Fenstersaugnapf-Sonnenfüller. Man kann die EcoFlow so einstellen, dass AC immer eingeschaltet ist. Das heißt, ich kann das Ganze, die Shelly da drin, auch über dies mit Strom versorgen. Und kann dafür sorgen, dass die Ableitung raus für die zweite Box über diesen Shelly 1 nur dann geschaltet wird, wenn jetzt zum Beispiel mit so einem Sonnenfüller festgestellt wird, ob Sonne da ist. Da geht es jetzt einmal nur um die Zuladung. Man kann das natürlich noch besser betreiben. Wenn Sonne da ist, einen Timer laufen lassen, der 4 Stunden braucht, zum Beispiel, nach 4 Stunden ist die ja ungefähr voll. Und lädt zusätzlich weiter. Die kann ja gleichzeitig laden und Strom abgeben. Dann aktiviert sie diese Leitung und diese Box, diese zweite Powerstation, wird über die erste AC gespeist. Das heißt, da knalle ich dann auf 2 Stunden fast 4 kW rein. Über die normale Solarladung knalle ich knapp 4 kW in 4-5 Stunden ein. Ich weiß nicht, in die Sonnenstunden, je nachdem, da muss man jetzt mal abwägen, hat man die Platten nur auf Süden ausgerichtet, hat man es auf dem Dach zum Beispiel Ost-Westen, wo das Ganze gestreckt wird, allerdings dafür nicht so intensiv. Selbstverständlich muss man
die Kisten oder das System, das ich jetzt gerade erwähnt habe, ein kleines bisschen überdenken, überschlungen. Vielleicht glaubt es am Anfang nicht ganz so gut, vielleicht muss man noch ein Modul dazu da, vielleicht muss man an die Zeiten irgendwas ändern. Die muss ja immer, also das System, die dann Batterieanlage dran hat, muss ja im Prinzip immer einen stecklosen Ausgang eingeschaltet haben, weil es muss das Haus immer mit Strom versorgt werden. Über die Batterie, das reicht natürlich, die Batterie über Nacht, wird nicht so viel Stromverbraucher dran sein, ganz glaube ich nicht, so natürlich Klimaanlage läuft, eine Wärmepumpe läuft, was weiß ich, irgendwo E-Heizung noch drin ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Es gibt 100.000 Szenarien, wo das nicht funktioniert. Aber genauso viele Szenarien gibt es, wo so ein System sehr wohl funktioniert. Selbstverständlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, da brauche ich dann eine zweite Powerstation und so weiter. Nein, ich habe gesagt, das geht mit einem Wechselrichter, das geht mit einem Wechselrichter genauso. Manche haben ja schon eine Anlage mit einem Wechselrichter. Es kommt nur drauf, irgendwie ein wenig Ideenreichtum zu entwickeln. Von Haus aus zu sagen, nein, das funktioniert nicht, das stimmt nicht. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung.